Hauptquartier der Retaliators. Ein besonderer Ort, das muss man ihnen lassen. Ich flieg jetzt rein. Sie haben extrem gute Verteidigungsanlagen. Rechnen Sie mit starkem Widerstand. Was anderes habe ich auch nicht erwartet. Wir konnten die Sorrelia-Bombendrohne zu einem ungenutzten Zugangsschacht steuern, der halb unter Wasser liegt. Ab da müssen Sie einen Weg hineinfinden. Ich nehme Sie beim Wort, dass es hier unten keine Zivilisten gibt. Ich versichere Ihnen, dass es ein rein strategisches Ziel ist. Das ist unsere Bombendrohne. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich dieses Tor öffne. Hier ist das andere Ende des Kabels. Hinter dieser Abdeckung könnte ein Generator sein. Ich muss nur einen Weg finden, ihn auszuschalten. Die können nicht gezündet werden, weil deine Waffen unter Wasser nicht funktionieren. Ach, schade. Das sollte was bewirkt haben. Wir sollten zurück zur Drohne und nachschauen, ob das Tor offen ist. Das Tor ist offen. Dein Jubel ist verfrüht. Meine Sensoren zeigen an, dass die Zugangsluke voller Fallen und Sprengstoff ist. Ja, darum sollte ich mich kümmern, bevor ich unsere Drohne reinschicke. Sprengstoff ist deaktiviert. Ich wette, da sind noch mehr. Okay, ich denke, wir sind soweit. Schicken wir die Drohne rein. Na dann los, meine Kleine. Sprachbefehle sind nicht erforderlich. Die Fernsteuerung der Drohne ist ausreichend. Oh, du bist doch nur eifersüchtig, dass ich keinen Kosenamen für dich habe. Das bin ich ganz sicher nicht. Noch ein Tor. Es sollte nicht überraschen, dass diese Einrichtung nicht dafür konzipiert ist, Fremde wie dich mit offenen Armen zu empfangen. Wo es eine Tür gibt, gibt's auch eine Klinke. Thank you.
Geschafft! Es war lediglich ein weiteres Tor. Ach ja? Wann hast du das letzte Mal ein Tor geöffnet, Schlaumeier? Kein Kommentar. Ming-Yun, ich nähere mich der Stelle, an der Sie die Bombe platziert haben wollen. Ausgezeichnet. Damit sind Sie direkt unter Ihrer Waffenkammer. Laut unseren Spionen gibt es 4 wichtige Knotenpunkte. Wenn wir sie gleichzeitig sprengen, wird das Ihre Kampfbereitschaft für einige Zeit zurückwerfen. Die erste Bombe ist angebracht. Noch 3 übrig. Du
Also ich höre nicht, wie du wie eine kleine Ratte da unten unter meinem Deck herumwuselst. Wer, ich? Nein, ich inspiziere nur ein paar Kabel. Bloß eine Routinewartung. Kein Grund zur Besorgnis. Hier spricht Admiral Balakin. Ich kann blinde Passagiere nicht ausstehen. Ich werde dich finden, du Ungeziefer. Und ich werde dich zerquetschen. Ja, schon klar. Du solltest vielleicht mal einen Moment deine Machtfantasien vergessen und darüber nachdenken, diesen Ort zu evakuieren. Hier wird's gleich richtig heiß. Richtig heiß. Du musst einer von Zelles Leuten sein. Wenn dieser Bastard dich geschickt hat, um in meinen Pool zu pinkeln, werdet ihr alle dafür büßen. Ja, genau. Ich bin Zelles kleiner Helfer. Aber nicht persönlich nehmen. Pack lieber ein paar Sachen zusammen und paddel schnell stromaufwärts. Du bist derjenige, der bald mit den Fischen schwimmen wird, du kleine Ratte. Na gut, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Tschüss dann. Ein netter Kerl. Zweite Bombe angebracht. Ist aktiviert, fehlt nur noch eine. Du näherst dich einem gefluteten, längst verlassenen Abschnitt. Gefahrenlage unbekannt. Und du weißt bereits, dass deine Waffen und...
Was zum Teufel ist gerade passiert? Es scheint, als wäre der Fluchtweg hinter uns verschlossen worden. Ich habe dir doch gesagt, dass wir dich finden, du kleine Ratte. Wie ist es so, mit seinen eigenen Bomben in der Falle zu sitzen? Schauen wir doch mal, wie viel dir daran liegt, sie zu zünden. Genug, um mit ihnen in die Luft zu fliegen. Das ist ein gutes Argument. Vielleicht sollten wir der Koalition noch nicht signalisieren, die Bomben zu zünden. Es muss einen anderen Weg hier rausgeben. Da ist ein Schott. Ich glaube, seine Molekularstruktur wurde durch jahrelange Erosion durch das Salzwasser geschwächt. Schon dabei. Was sind das für Dinge? Es handelt sich um spezialisierte Drohnen. Sie scannen die Umgebung. Was suchen sie, Hive? Deine Bomben. Wenn sie die Sprengkörper finden, werden sie diese entschärfen. Und die Mission ist gescheitert. Dann lassen wir sie die verdammten Dinger besser nicht finden. Alle Entschärfungsdrohnen sind zerstört. Zur Hölle mit dir und Zellis. Sag deinem glatzköpfigen Gebieter, dass bald eine Welle über ihn hinwegschwappen wird. Der Pakt ist null und nichtig und sein Leben verwirkt. Seine Tirade dürfte bestätigen, dass das Ziel der Mission erreicht wurde. Mignon, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, die Bomben zu zünden. Detonationssequenz eingeleitet. Verschwinden Sie, Mr. Roslin. Haben Sie es heil rausgeschafft? Erstaunlicherweise ja. Und der alte Balakin scheint den Köder geschluckt zu haben. Und ob? Wir hören Ihren Funkverkehr ab. Es geht hoch her. Kommen Sie nochmal im Hauptquartier vorbei. Das wollen Sie nicht verpassen. Ich bin auf dem Weg. Commander Yun? Adam Roslin. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich beende immer gern, was ich angefangen habe. Hat unser Täuschungsmanöver funktioniert? Besser, als ich gehofft hatte. Die beiden Banden stehen kurz vor einer Schlacht um die Vorherrschaft. Ich hoffe, das ist es wert. Haben Sie einen Plan B für den Fall, dass Sie doch miteinander reden? Ich versichere Ihnen, dass das nie passieren wird. Sie hassen sich inzwischen wie die Pest. Das klingt eher nach übergroßem Optimismus als nach Weisheit. Sie kennen mich nicht gut genug, um so einen Ton anzuschlagen. Vielleicht nicht. Aber wenn Sie nun doch lange genug mit der Schießerei aufhören, um Fragen zu stellen, führt die Spur direkt zur Coalition. Und was tun Sie dann? Wir könnten vielleicht Vorkehrungen treffen. Wenn es noch nicht zu spät ist. Und mit wir meinen Sie vermutlich mich. Sie sagten doch, Sie beenden gerne, was Sie angefangen haben. Dazu müssten Sie unbemerkt fast mitten in die Schlacht fliegen. Klingt nach Selbstmord. Was ist das Ziel? In diesem Sektor gibt es ein Langstreckenkommunikationsnetz. Ein Relikt aus dem Krieg. Wenn Sie Ihre Übertragungen stören können, kommen Sie nie hinter unser Täuschungsmanöver. Okay, aber um die Funkschüsseln als Störer zu verwenden, müsste ich jede einzelne manuell aktivieren, richtig? Kein leichtes Spiel. Ich hätte früher dran denken müssen. Ich kann das eigentlich nicht auch noch von Ihnen verlangen, Mr. Roslin. Aber wenn ich nichts unternehme, könnte die Station in noch größerer Gefahr sein als zuvor. Dann bitte, Adam. Um der Kinder willen. Mir gefällt nicht, dass Sie Alex Kinder benutzen, um mich weichzuklopfen. Aber
Wir haben es hier mit ziemlich verrückten Spinnern zu tun, also... Sieht aus, als würden sie gerade eintreffen. Das sind ziemlich große Flotten. Und außerhalb des Perimeters warten vermutlich noch weitere Einheiten. Ich habe die Langstreckenantennen geortet, die Commander Mignon erwähnte. Es gibt 4 in diesem Sektor. Gut, markiere die Koordinaten für mich. Ich muss nur aufpassen, dass mich niemand sieht. Hier ist eine. Du musst nah genug heran, damit ich einen Breitbandfrequenzstörer installieren kann. Erledigt. Ich habe einen Rückkanal offen gelassen, falls du die Kommunikation während der Schlacht verfolgen möchtest. Warum nicht? Das könnte ganz unterhaltsam sein. Ihr werdet alle sterben für das, was ihr getan habt. Wenn heute jemand stirbt, dann du und deine geistesgestörten Leichtmatrosen. Ich wollte die Vergangenheit ruhen lassen, aber du musstest ja diese miese Nummer abziehen. Rede dir das ruhig weiter ein, bis du den Löffel abgibst. Hast du den Frequenzstörer installiert? Ja, und ich zapfe weiterhin ihre Leitungen an. Eure Verluste werden schrecklich sein. Deine werden größer sein. Du hättest es dir 2-mal überlegen sollen, uns deine Bomben zu schicken. Ich habe mir noch nie etwas 2-mal überlegt. Noch einer erledigt. Du solltest deinen Truppen besser befehlen, endlich aufzugeben. Das sagt der Richtige.
Erspare deinen Männern weitere Verluste und ergib dich! Niemals! Vor allem nicht, wenn jemand unsere Technologie stiehlt. Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Schon wieder diese Lügen, wie erbärmlich. Ich weiß, dass es deine Leute waren. Es sind deine Leute, die lügen. Du würdest die Wahrheit nicht mal erkennen, wenn man sie dir unter die Nase reibt. Hive, das Gespräch macht mir wirklich Sorgen. Wir müssen den letzten Sender schnellstmöglich finden. Geschafft. Genug der Scharade. Gib einfach zu, dass du eine falsche Schlange bist. Dann beenden wir das Ganze. Ich sagte dir doch, wir haben nicht angegriffen. Verdammt, Hive, wieso können die noch miteinander reden? Es scheint noch eine Antenne zu geben mit sehr niedriger Frequenz. Ich kann sie nicht orten. Scan-Vorgang läuft. Scan schneller. Zelles, ich weiß, dass du das warst. Deine Bomben waren überall auf unserer Basis platziert. Die Bomben, die du gestohlen hast. Willst du mich verarschen? Warum sollten wir eure Bomben klauen, um uns dann selbst zu bombardieren? Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, wir wurden reingelegt. Aber wer? An alle, Feuer einstellen! Mist, ich fürchte, wir haben ein Problem. Hey Boss, irgendjemand ist hier. Er hat uns die ganze Zeit beobachtet. Wie wär's, Admiral? Sollen wir ihn mit Feuer und Flamme willkommen heißen? Angriff! Du wieder! Du bist der Penner, der unsere Bomben geklaut hat. Was für ein Spielchen treibst du? Ich sorge nur dafür, dass keiner von euch hier lebend rauskommt. Eher verwandle ich dich in ein Häufchen Asche. Du elender, hinterhältiger Widerling! Dein Tod wird kalt und einsam sein! Ich hab gerade nicht vor zu sterben. Verdammt, ich weiß nicht, wie viel das Schiff noch aushält. Alle Einheiten, Feuer einstellen oder sie werden eliminiert. Mignon, Sie sind doch gekommen. Ich habe meine Meinung geändert. Nach allem, was Sie für uns getan haben, wäre es falsch, Sie im Stich zu lassen. Wenn ich nicht einmal ein Leben retten kann, wie kann ich dann das Leben all meiner Leute garantieren? Das war die richtige Entscheidung, Mignon. Die Coalition! Mingyun, du steckst hinter all dem. Du hast versucht, uns zu täuschen. Falsch, Belekin. Ich habe euch getäuscht. Ihr beide habt genug Feuerkraft verloren, um keine Bedrohung mehr zu sein. Warum stellt ihr euch also nicht mit dem bisschen zufrieden, was euch noch geblieben ist? Niemals. Du wirst für deine Trickserei bezahlen. So sei es. Bereitet euch auf eure sofortige Vernichtung vor. An alle! Angriff! Wir machen keine Gefangenen! Was für ein Gemetzel. Worauf haben wir uns da bloß eingelassen, Hive? Um mir das letzte bisschen geistige Integrität zu bewahren, habe ich schon längst aufgehört, solche Situationen zu hinterfragen. Deine Waffen haben wenig bis gar keine Wirkung auf diese Schiffsklasse. Du solltest kleinere Ziele in Betracht ziehen. Ich habe gerade nicht vor zu sterben. Das ist alles deine Schuld, Zelles. Ich habe dir mit keiner Faser getraut. Und zu Recht. Das hat dieses Fiasko bewiesen. Melde dich in Zukunft ja nicht mehr bei mir. Verdammt, ich habe zu viele Kämpfer verloren. Ohne dich wäre das alles nie passiert, Balakin. Ich verschwinde.
Commander, sowohl Zelis als auch Balakin sind entkommen. Kein Problem. Sie haben fast keine Schiffe mehr. Ihr Friedenspakt ist hinfällig und wir haben sie an die Stärke der Coalition erinnert. Sie werden uns lange Zeit nicht belästigen. Verdammt! Wir haben es tatsächlich geschafft? Sie haben es geschafft, Mr. Roslin. Ohne Sie wäre all das nicht möglich gewesen. Ich frage mich immer noch, ob es nicht einen besseren Weg gegeben hätte. Es war schmutzige Arbeit, aber notwendig. Sagen Sie Alec, dass seine Kinder bei uns immer einen besonderen Platz haben werden. Und dass er uns gern besuchen darf. Seine früheren Fehltritte seien ihm verziehen. Er wird sich freuen, das zu hören. Gute Reise. Ah, eine Sache noch. Wir haben hier einen besonderen Gegenstand, mit dem wir nie etwas anfangen konnten. Sie finden vielleicht Verwendung dafür. Ein Zeichen unserer Wertschätzung. Wow, was ist das? Beute aus unserer Zeit als Outlaws. Wir haben sie als Geschenk für unseren besten Piloten aufbewahrt. Ich schätze, dass das jetzt auf Sie zutrifft. Danke.